DSC Arminia, willkommen in der Schüco Arena. Ich begrüße Sie am Derby-Nachmittag zur abschließenden Pressekonferenz mit beiden Cheftrainern und begrüße hier oben auf dem Podium sehr herzlich Sascha Hildmann von unseren Gästen und Mitch Kniat, Cheftrainer von Arminia Bielefeld. An dieser Stelle ein herzlicher Gruß in die Hospitality-Bereiche, in die Logen zu unseren Sponsoren, unseren Partnern mit ihren Gästen, die diesen Nachmittag selbstverständlich auch verfolgt haben. Seien Sie von dieser Stelle herzlich gegrüßt. Herr Hildmann, was hat heute den Ausschlag gegeben? Was hat das Spiel heute entschieden? Ja, zunächst nochmal herzlichen Glückwunsch jetzt hier ganz offiziell zum Sieg. Wir hatten uns viel vorgenommen für dieses Spiel. Ich glaube, wir sind auch echt gut reingekommen in diese Partie. Hatten es Bielefeld sehr schwer gemacht, Lücken zu finden, um durchzukommen. Wir waren gut organisiert, hatten gute Umschaltmomente, hatten ein, zwei Situationen im letzten Drittel, die wir nicht sauber ausgespielt haben, wo du mehr draus machen kannst. Kriegst dann eigentlich mit der ersten Aktion das Tor, war sehr schöne Halbfeldflanke, Kopfballtor. Bist dann wieder besser drinne, machst gute Aktionen, musst den Ausgleich machen, musst einfach, wo Luca Brazzoli aus 3 Metern am Tor vorbeiköpft, machst du nicht und dann kriegst du kurz vor der Pause wieder mit einem individuellen Fehler auch, kriegst du dann das 2:0. Das war so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ein kleiner K.O., aber es hat schon wehgetan. Und dann geht es in die zweite Hälfte, habe ich den Jungs auch gesagt, dass gerade 2:0 immer noch ein gefährliches Ergebnis ist. Dass du, wenn du da einen Anschlusstreffer erzielst, dass es dann immer noch mal schön kniffig werden kann. Aber wir waren dann auch ganz gut drin in der zweiten Hälfte, die ersten 10-12 Minuten. Und dann wieder ein individueller Fehler, viel zu einfach, viel zu schlecht verteidigt im 1-gegen-1 diesen langen Ball. Und kriegst dann das 3:0 und damit war dann auch schon ein bisschen der Stecker gezogen. Obwohl ich meiner Mannschaft jetzt da, sie hat nicht aufgesteckt, sie hat immer wieder probiert, auch nach vorne zu spielen. Ich habe uns auch im Allgemeinen jetzt nicht 4 Tore schlechter gesehen, wenn ich ehrlich bin. Arminia war in Effektivität heute brutal gut und wir waren einfach, was das betrifft, nicht gut und haben uns in entscheidenden Momenten, was die Zweikampfhärte und die Zweikampfführung betrifft, abkochen lassen. Und das müssen wir unbedingt annehmen. Wir müssen in dieser Liga, wo wir jetzt angekommen sind, musst du es schaffen, über 95 Minuten eine sehr hohe Konzentration an den Tag zu legen, was Zweikampfführung betrifft. Du darfst dir überhaupt keine Auszeiten nehmen oder irgendwelche Fehler machen. Das wird sofort bestraft, das haben wir heute erfahren. Und wir müssen uns da unbedingt steigern. Und wir sind jetzt hingefallen, Preußen, und wir werden aber auch wieder aufstehen. Wir haben am Dienstag schon die nächste Möglichkeit dazu, zu Hause gegen Ingolstadt, und hoffen, dass wir dann da das Ergebnis positiver gestalten können. Ansonsten wünsche ich hier der Arminia alles Gute noch für die weitere Runde und ja, wir sehen uns noch. Danke. Herzlichen Dank, Herr Hildmann, für Ihre Sicht der Dinge. Mit Stein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, erstmal hallo zusammen. Dann danke für die Glückwünsche. Als allererstes will ich erstmal Danke sagen an die Fans, die uns jetzt hier bei beiden Heimspielen sowas von mit offenen Armen empfangen haben. Das ist echt was Besonderes, vor allem wenn man überlegt, wir haben hier, ich glaube, beide Spiele mit 11 Neuzugängen in der ersten 11 bestritten. Wie gesagt, da klar sind noch ein bisschen Zweifel gewesen, aber ich glaube, dass die alle ins Stadion gekommen sind, ist nicht normal. Deswegen nochmal Danke von meiner Seite aus zum Spiel. Ja, ich muss sagen, die erste Viertelstunde fand ich relativ gut. Wir waren ziemlich dominant, haben immer wieder so ein, zwei Nadelstiche gesetzt. Und dann kommt natürlich dann das Tor. Und jedes Mal im Spiel, egal in welcher Phase, wo der Gegner immer wieder ein bisschen besser wurde, haben wir mehr oder weniger das nächste Tor gemacht. Und das war halt so ein Spiel, wo alles lief. Ich habe in der Halbzeit genau dasselbe gesagt, das 2:0, ja, das sieht gut aus, aber wenn das 2:1 relativ schnell fällt, dann kann so ein Ergebnis nochmal ganz schnell kippen. Deswegen wollten wir in der nächsten Viertelstunde nochmal 2 Gänge hochschrauben. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen und mit dem 3:0, ja, war das dann schon mehr oder weniger durch. Und ich glaube halt auch, ja, es steht 4:0 oder es ist 4:0 ausgegangen. Aber ich sehe das ähnlich, das Ergebnis spiegelt nicht ganz das Spiel wieder. Wir müssen weiter auf der Hut sein, weil in Dresden ist so ein Spiel direkt gekippt. Und heute waren wir konzentrierter, auch in den Zweikämpfen haben weniger individuelle Fehler gemacht. Und das war, glaube ich, dann im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg, den wir hier dann eingefahren haben. Ich wünsche euch alles Gute für die Saison und wir sehen uns ja dann auf jeden Fall im Rückspiel bei euch in Münster. Vielen Dank. Mitch, vielen Dank zunächst. Wir steigen in die Fragerunde rein, freuen uns über Ihre Wortmeldung und beginnen bitte in der ersten Reihe bei Kerstin Kalkreuter von der Neuen Westfälischen. Unser Mitarbeiter Freddy ist so freundlich und reicht das Mikrofon. Ja, hallo in die Runde auch von meiner Seite. Mitch, du hattest jetzt letzte Woche nach dem Spiel gegen Bochum gesagt, du hättest Gänsehaut gehabt. Wie sind deine Gefühle heute? 1:1 wie letzte Woche. Also das Publikum war
genauso zahlreich wie letzte Woche. Es war wieder ein Derby. Ja, wir haben es wieder zum Glück für unsere Seite entschieden und es ist dasselbe Gefühl und ich glaube, das hält die ganze Saison bei mir. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Dirk Schuster für das Westfalenblatt. Mitch, beim Blick auf die ersten Paarungen musste man ja schon auch ein kleines bisschen Sorge haben. Ich denke, das wird euch auch so gegangen sein. Bundesligist hier, VfL Bochum und dann das Derby gegen Preußen Münster. Jetzt habt ihr den Bundesligisten rausgeworfen, habt heute 4-0 gewonnen. Sei ganz ehrlich, habt ihr das oder hast du das für möglich gehalten, als du so den ersten Blick auf die Ansetzung vor der Saison geworfen hast? Unabhängig vom Ergebnis habe ich auf jeden Fall für möglich gehalten, dass wir jedes Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen. Das haben wir in allen drei Spielen gemacht. Im ersten Spiel hat es nicht gereicht, in den nächsten beiden Spielen haben wir das Spiel gewonnen. Und deswegen, ja, für möglich gehalten, ja, habe ich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir immer wieder bei 100% sind, können wir jeden schlagen. Und genauso, wenn wir halt nicht an die 100% kommen, können wir auch gegen jede Mannschaft verlieren. Und ja, deswegen, um die Frage zu beantworten, ja. Haben Sie noch weitere Fragen an die beiden Cheftrainer? Heute zumindest keine mehr. Herzlichen Dank, Sascha Hildmann. Vielen Dank, Mitch Kniat. Danke Ihnen für das Interesse an dieser Pressekonferenz. Wünsche Ihnen nach diesem Derby-Nachmittag in der Schüko-Arena einen guten und sicheren Heimweg. Vielen Dank.